Dann sammeln wir uns mal hier beim Feuer, bitte. Genau. Wow. Heilige Scheiße. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier unten sind. Habt ihr auch gerade das Bild gehabt? Was? Das kommt ab und an mal, ja. Boah. Welches Bild? Ja, wirst du schon merken. Nein, sag's mir bitte. Den Moment hatte ich vor uns schon. Wo sind wir? Wir sind doch im grünen Ding, oder? Wo sind Ja, ich gehe wir? mal davon aus, dass wir ganz, ganz unten ich habe nicht mal einen Kompass. Ach, Kurwa. Ich habe der Map Süd ohne Seife waschen. Südwesten ohne Südosten. Ich so rum. Ganz unten im Südosten. Stimmt, wir haben nicht mal einen Kompass. Wie sollte das gehen? Ich habe einen Kompass. Hat jemand einen Kompass? Okay. Ja, gut. Dann gib dir mal einen Truppführer. Ja, Der kennt sich am besten wenn du mal aus. auf der Karte, wenn du mal auf der Karte guckst. Hi, Model. Ja? Model ist wieder da. Model ist da. Model. Sehr schön. Model, was hast du? Ich hab noch Geist, glaube ich. Oh, ein Vektor. Vektor. Und du hast einen MP5. Gut. So, jetzt werden wir es mal jetzt in zwei Teams aufteilen. Und schau mal. Hau rein, Model! MP-mäßig. Ein Mensch mit schlechten Namen. Wäre es nicht schlecht, wenn unser Truppführer den Kompass hätte? So. Ja, gut. Unser Boss. Unser Boss, meine ich, ja. Sorry, war ein Boah, kleiner Fehl. So blöd. Darf ich das Feuer ausmachen? Ich habe Schaden bekommen. Wow. Ja, ich hab. Er hält doch nicht ins Feuer rein. Mann! Jetzt kannst du! Und jetzt kommt das Bild. Also, ich hab's gerade gesehen. Was für ein Bild denn? Müssen wir sehen. Sieht aus wie eine Map. Sieht aus wie eine Map. Kann es sein, dass wir an dem unteren Grün sind vielleicht? Ja, das versuchen wir jetzt zu erklären. Da sind wir. Unteren Grün, wo ist das? Ganz unten im Süd. Schlag mich tot. Wieso funktioniert bei, das bei, no, bei 10 irgendwie. 10. 10. Wir sind im Prinzip richtig, ganz genau. Wenn du oben guckst, die Zahl 10 und unten die Zahl 8. Da ist ein ganz, ganz, da endet eine Straße im Nirgendwo. Den, ah, da unten. Genau, davon gehe ich aus, dass wir da sind. So. Ich würde eigentlich direkt in die Stadt Hier. rein wollen. Einfach aufgrund. Ja, wer da einen wollen Kompass wir. hat, kann doch mal gucken, in welche Richtung die Straße geht, ob das passt mit der Map. Die ohne Seife waschen, die muss nach Nordosten, nach Nordwesten gehen. Ich würde sogar fast sagen, dass wir vorher Alter. das versuchen, dieses Chernobyl. Leute. Was? Leute? Leuchtmittel oder was ist das? Nee. Könnt ihr mal bitte aufhören? Wer hat denn hier das geworfen? Keiner von uns. Das war, wurde abgeschossen. Die so. Göttliche Fügung hat das geworfen. War das jetzt das Go? Unser Master. Ich glaube schon. Das ist ja ein ziemlich weichei Boss, du. Punkt, frage ich nur. Farkowski? Er hat das Bild bekommen. Hast du das Bild bekommen? Er hat das Bild bekommen. Mann! Arschloch, wer war das? Mann! Oh. Das kommt per Zufall. Da kommt's, da gibt's übrigens verschiedene, ne? Wollt ihr nur vorbereiten. Oh Mann, ey, ach so. Das wird euch richtig lustig. Da gibt's harte und weniger harte.
Ja. Ich hab's so ganz kurz gesehen, ich hab direkt weggeguckt. Da hat mal jemand geguckt, ob die Straße in die Richtung geht hier. Folgendes, lauf mal die Straße in die andere Richtung, nicht in die Autos gucken. Und dann LKW, wenn die endet, sind wir hier. Hat mal jemand in die Autos geguckt, ob da noch was drin ist? Funkcheck auf der 80. Funkcheck auf der 87. Micha Check 87. Model? Model auf der 87. Kowski, Hinweis, wir haben den Mond in die Richtung da hinten. Dann können wir uns notfalls orientieren. Zwischen ich würde nur mal sagen, ich habe einen Kompass. Wo ist der Mond? Ich sehe den Mond. Kompass. Pass auf, folgendes. Ja, richtig. Sag mir mal bitte, in welche Richtung das da ist. Das da? Das ist Südost. Südost. Gib mir mal einen Kompass. Ach, glaubst du mir etwa nicht? Nein. Hier hast du einen Kompass. Ich will nur gucken, ich will nur was gucken. Ja, ja. War schon. Du sagst Südosten ist das da. Ja. Und eigentlich müsste hier die Straße zu Ende sein, oder? Ja, aber warum ist dann da das Schild, dass wir... Ey, das ist doch wieder kacke. Weil das Problem ist, was ich habe, hier sind überall Häuser rundherum. Fahren wir erstmal doch rum und... Folgendes. Pass auf, wir sammeln uns jetzt einmal hier alle. Alle sammeln hier bei mir. Folgendes. Ah. Zwei Mann bitte auf den Jeep. Ja. Medic 3, 4. Geht nach hinten. Zwei Mann auf Jeep. Zwei Mann in einen der Camaros, ich in den anderen Camaro. Wir fahren erstmal der Straße nach. Funk ist wie gesagt 87. Einer von euch wird sich die ganze Zeit mal alle Funkfrequenzen abchecken. Das ist aber nur ganze Zahlen, keine Teilzahlen. Wir versuchen mal die Ninjas zu erreichen. Ich würde mich ganz gerne nämlich mit den Ninjas treffen und mich mit denen ganz gerne verbinden, wenn das für euch okay ist. Weil wie gesagt, wir wollen uns nicht verbinden, ist das was anderes. Du bist erstmal schon auf die Uhr, sich verbinden wollen. Richtig, genau. Darum würde ich am besten sagen, dass sich einer jetzt damit nachher mit in den Jeep reinsetzt und diese Geschichte macht. Gut. Ich hock mich in Daniel Fahrzeug. Gut. Folgendes. Entschuldige nochmal, dass ich nie mehr esse. Camaro ist Sunny Camaro. Camaro ist echt. Bin jetzt rot. Sollten wir nicht eigentlich normale Munition mitnehmen? Weil ich hab jetzt nur Tracer mitgenommen. Leute. Ganz blöd jetzt. Ja. Ist aber wurscht, ist auf der ich hab schon jemand auf der 66. Tracer verrät seine Position sofort, wenn er noch einmal abdrückt. Da funkt jemand auf der 66. Ja. Bin so gut, oder? Leute, bin ich gut? Ja, Micha. Hallo, ist da jemand? Positiv, hallo? Wer sind Sie? Wo sind Sie? Boah, hier ist wir selbst noch nicht, wo wir sind. Wo sind Sie? Das wissen wir selber noch nicht. Wer sind Sie denn? Holla, die Wald. Das möchte ich nicht sagen. Am Ende habe ich noch die scheiß Umbrella-Kopf dran. Welcher Nebel? Ja. Also sind Sie eventuell die Umbrella-Kopf? Ja, Sie könnten genauso gut Umbrella sein. Boah. Lassen Sie auch folgendes. Hier ist der Boss von den Anadogs. Wer sind Sie? Wir sind die Ninjas. Ja, okay. Ich habe irgendwas gehört. Ninjas. Ja. Wie viele Leute sind sie denn? Wir sind fünf Mann. Oder wie viele sind sie? Ich höre gar kein Geschrei. Okay. Das sind auch genug Leute. Boah, ich hab Kim und Korn. Ey Leute, ich weiß nicht, ich glaub dem nicht. Micha, was sagst du dazu? Hey, der klingt ein bisschen merkwürdig. Der klingt wie eine böse Umbrella. Und will uns verkohlen. Sind Sie sicher, dass Sie die Nier sind? Nein. Jetzt funkt er nicht mehr. Wollen wir ihn sich langsam mal bewegen? Behältst du das mit dem Auge? So, Jungs, aufsitzen, wir hauen ab hier. Alter, das ist ein fetter Truck. Der hat. Alter, ich darf nicht so beschleunigen. Junge, der beschleunigt richtig gut. Ich wäre so gern Camaro gefahren. Ich hätte ja das gepanzerte Auto genommen. So, euch zur Information, ist ja auch nicht wirklich die Straße, irgendwie der Motor ist so hoch. Leid mir tut, Jungs, auch das Fahrzeug scheiße, ich sehe nichts. Ja, und das heißt? Ich bin geübt im Nichtsehen.
Ich fahre immer sonst ohne Licht. Wir können es weit gerne übernehmen, falls du nicht fahren kannst damit. Ja, das Problem ist einfach, du siehst nichts. Das ist, die Motorhaube ist zu hoch. Oh. Dann fährt ein Fahrzeug, das gute Sicht hat, voraus und das restliche, das... Die Gefahr, dann, die Gefahr ist dann, dass ich dir hineinfahre, weil ich dann nicht sehe, ob du bremst oder sonst was machst, ob du links oder rechts abbiegst. Ich sehe ja nicht mal die Straße. Dann wird kommuniziert. Gut, egal, weiter. Boah, ey, ich weiß nicht. Wer ist jetzt eingestiegen? Chris. Nützt ja nichts, müssen wir irgendwie. Hier keiner, er wollte wahrscheinlich über den Weg zu uns. Ist die Straße jetzt hier zu Ende? Ja. Rechts ist Stacheldraht, pass auf, dass du nicht ankommst. Ja, aber dann sind wir doch genau in die falsche Richtung gefahren, das haben wir doch gesagt. Das ist Südosten, wir fahren. Ich sag ihm Bescheid. Wir gleich mit, wenn es soweit ist. Bei Koski hört man schon, dass er gerade ein bisschen Druck drauf hat. Sind wir dann daher, Jungs? Ja, locker, ich hab viel zu viel PS. Ich beschleunige, richtig. Wir wollen hier überleben, ne? Wir wollen nicht im Auto sterben. An den Zombies haben wir überlebt und dann sterben wir im Auto. Auto ist hier jetzt gerade momentan sowieso das Tückischste. Man sieht das sofort mit den Scheinwerfern. Ja. Deswegen fahre ich. Warum macht er denn die nicht aus? Ich brauche die nicht. Ist da hell genug. Brauchst du die Scheinwerfer? Er sieht ja fast nichts wegen der Motorhaube. Wieso? Ja, um es weit, dass wir nicht gleich entdeckt werden von Umbrella. Ja, dann sehe ich gar nichts. Dann übernimmt einer von uns gerne. Wenn du vor mir fahren willst, dann ist das der Tod für uns. Bitte nicht diskutieren jetzt, bleibt hinter uns, ich lasse das Lied erstmal an. So war der Spruch, ja. Ich brauche, denke ich, gerade nicht mit Bakowski zu reden. Nein, brauchst du aber schon seit den letzten 5 Minuten nicht. Oh, wieder das Bild. Das war ein harmloses diesmal. Ist Chris eigentlich irgendwo? Er müsste vorne drin sein. Okay. Problem ist gerade, wir haben keine Buddy-Teams oder irgendwas und das ist ziemlich gefährlich hier gerade. Ja. Wenn wir aussteigen, das Fahrzeug, wir haben kein richtiges Radar anscheinend. Alter, der nimmt den Baum mit. Das ist so krass. Und es war was anhalten, Jungs. Stop. Ich sehe vor uns ein Auto und ein Straßenlicht, was leicht leuchtet. Das Auto ist weiß. Mehr kann ich nicht sagen. Ich sehe auch. Ja, ich sehe es. Da steht und Leute, Zombie. Straßensperre voraus und Zombies gesichtet. Ja, haben wir auch. Frage ist, was ist jetzt links und rechts von uns? Ist die Straßensperre weg? Können wir irgendwie erkunden oder so? Ist die Straßensperre weg? Ja. Weißes Fahrzeug ist kaputt, ist eine Straßensperre, da kommen wir nicht mehr weiter. Wir fahren doch jetzt voll ist eine Straßensperre, kommen wir nicht drum herum. Bin ich falsch. Ist ein offen Person. 90 Grad ist Osten, oder? Aus rechter Seite. Da ist ein Zombie, links ist auch ein Zombie. Oh, mehrere Zombies. Wir sitzen zurück, bitte Platz machen hinten. Ja. Jo, wir weichen links in den Wald aus. Ich hab noch alle Zombies vor mir. Okay, das Auto schon mal. Wir haben hier einen Feldweg. Da ist eine Hütte, aber ich sehe nicht, ob es da vorne. Ich hab im LKW leichte Bewegungsprobleme. Die Zombies pushen uns hier weg. Ich hab keinen Plan, gut, wo ich bin, ich sehe gerade nichts. Wo seid ihr lang? Wir fahren zu weit zurück auf zur Straße. Sicht auf euch. Räum auf. Fahrt doch weiter! Wir würden euch Feuerdeckung geben, wegen den Zombies. Oder? Fahr jetzt bitte weiter, in die Richtung, in die du gerade gefahren bist. Gut, okay, fahr weiter. Rückweg! Nein, da lang, wo du gerade gefahren bist, du hast doch einen Feldweg gefunden, oder nicht? Der ist nur läuft parallel zur Straße. Ja, dann versuchen wir jetzt einen Weg reinzufinden. Ansonsten sitzen wir jetzt ab und. Absetzen, wir bekämpfen die Zombies jetzt. Okay, raus, Taschenlampen sofort anmachen. Nach Osten. Andeck, keine Taschenlampe. Bin auf der Straße, bin auf der Straße. Vorm LKW, geh zu dem Medic-Fahrzeug. Ich bin. Zombie-Kontakt. Jungs, ich hab kein Licht, ich muss mit euch. Leute, wir sollten nicht gegen Zombies kämpfen. Gut, ich soll ja alle auf einen Fleck auffallen, 5 Meter mindestens. Und die Zombies. Gut, weg. Stehen. Gut, folgendes. Sammeln am LKW, LKW-Fahrzeuge stehen lassen. Bewegen uns Richtung Straßensperre vor. Nicht die Zombies looten, Jungs. Dafür haben wir keine Zeit. Die Zombies werden nicht wirklich was dabei haben. Gut, vorwärts. Sani und ich gehen hinten, der Rest vorwärts. Entschuldige, vorwärts. Die
Geht am besten langsam, Waffe erhoben. Du hast eine Taschenlampe? Boah, was war das? Eine Taschenlampe habe ich. Micha? Ja, ich bin hier. Du gehst links, ich geh rechts. Gut, das klingt nicht gut. Die, die hinter dem ersten und zweiten laufen, bitte rechts und links decken. Weil vorne haben wir jetzt schon zwei Augen. Vier Augen. Zombies, oder? Ah ne, dicht. Irgendwie alles gerade durcheinander. Gebäude rechts von uns. Sieht begehbar aus. Sollen wir ins Haus gehen? Negativ, wir gehen erstmal. Hört ihr das auch gerade mit dem Sound? Positiv, positiv, positiv. Jungs, verfallt nicht in Panik. Ich bin der Erste, der in Panik verfällt. Folgendes: zweimal draußen Deckung halten, dreimal draußen Deckung halten. Sunny und Mann hinten ins Gebäude rein, checken, los. Der Rest draußen bis Deckung halten. Gas geben, Reiter jetzt! Ich hab keine Tasche. Noch ein Licht vorne, danke. Warum darf ich nicht ins Haus? Chris, da ist kein Licht, komm mal in die Mitte. Ich hab wirklich gar kein Licht, ey. Ja, dann komm mal hier in die Mitte. Zwischen den beiden Taschenlampen. Einer links, einer rechts. Wer ist da? Vorne? Bakowski. Folgendes, ihr bleibt oben im Dings drinne, wie und den Jeep eben. Da ist da nichts drinne? Nix. Gut. Kommt wieder zurück. Wartet kurz mal. Ne, passt schon. Gut, folgendes. Wir gehen jetzt einmal zurück, holen den Jeep. Fahren ein bisschen mit dem Jeep, wir sind nach hier vorne, wir lassen den LKW hier stehen. Den Jeep müssen ja alle reinpassen, oder? Negativ, das sind nur vier Sitze, wir sind fünf. Ja. Ich muss jetzt ans Haus mit der Taschenlampe rein, Leute. Sind jetzt echt nur vier Sitze? Ja. Ja, sind vier Sitze. Ah, nein, da kann nicht einmal irgendwas funktionieren. Gut. So, Jungs, was ist da drin jetzt? Alles gut? Na, nur ein Objekt, aber. Gut, wir gehen weiter. Wir gehen zu Fuß weiter, wir lassen das Auto erstmal stehen. Bin rechts von dir, Bakowski. Bitte bei dir hinten. Rechts geht eine Straße entlang, links auch. Also ich würde sagen, wir waren definitiv nicht an diesem grünen Punkt. Geht einer bitte ans Haus ran? Ja. Wer hat geschossen? Bakowski, ich habe drei Zombies ausgeschaltet. Checkt einer das Fahrzeug? Check. Das ist befahrbar? Kann man das fahren? Alter. Das weiß er nicht. Och man, wo sind wir? Warte mal, ich muss mal ganz kurz jetzt orientieren hier. Also an dem grünen Punkt sind wir nicht gewesen. Nee, definitiv nicht. Vermutlicher Schein Richtung links von der Straße. Was ist links von dir an der Straße? Alle mal Taschenlampen aus, Taschenlampen aus. Wir sind jetzt nach Osten gefahren, ne? Bakowski, das ist eine Antenne hier, oder? Ist das nicht irgendwo auf der Karte eingezeichnet? Ja, versucht das mal auszufinden, wo wir sind. Check mal alle die Karte. Ich denke, wir müssen oben links sein, wenn wir nach Osten jetzt gefahren sind und nicht aufs Ende gekommen sind. Ja, das ist wieder dieses typische neue Karte. Ich habe nur einen Kompass, kann ich nicht entscheiden, wo wir sind. Also unten sind wir definitiv nicht. Eine Schiene. Ziemlich gerade Strecke.
Eine Schiene haben wir auch nicht. Ja, find heraus. Schaut jetzt jeder gerade in die Karte rein. Wo gerade in. Ja, nee, nicht alle in die Karte reingucken. Nicht alle in die Karte reingucken. Also, wir sind nicht in der Nähe von der Stadt, während irgendwas flackert an welchen Straßen. Ja, ich sehe das auch die ganze Zeit. Wir müssen herausfinden, wo wir sind, ganz schnell. Ja, also jetzt ganz dumme Antwort, aber wenn man betrunken ist, muss man das auch einfach herauslaufen, bis wir herausfinden, wo wir sind. Ich will die Karte gehen stehen lassen, das ist das Problem. Folgendes: Morgel und ich bleiben hier, der Rest geht hin, holt beide Fahrzeuge. Hierher zu Punkt hier. Okay? Gib Gas, bald euch, los, Fahrzeug holen. Hammer Gas. Aber zumindest haben wir eine Straße, wir haben zwei Straßen parallel. Warte mal, das muss man doch finden. Ist es auf der Karte eingezeichnet? Ist irgendwie eine Kommunikationsstation. Hallo, hier ist die Analogs. Hier hat doch gerade jemand gefunkt. Guck mal, das könnte unten sein bei diesen. Ey, ist ein Stromtrassen da? Ja, genau. Sag mal Bescheid, Stromstraßen. Ja, der funkt gerade irgendwo. Aufsitzer auf dem LKW, ich Information, wir haben hier Stromtrassen in der Nähe, die müssten eingezeichnet sein. Das muss unten sein bei 0405er Reihe, die Straße. Meinst du? Steigen wir noch in den Jeep ein? Nein, zwei in der LKW. Negativ, Model wechselt zum Truck. Danke, Model, danke. Ich bin jetzt einfach unten beim Jeep, aber das passt schon. Ich werde, denke ich, nicht drauf gehen. Gut, wir fahren die Straße voll danach weiter. Ja, der hat schon richtig PS, aber vor dir ist irgendwas schallend. Tarkowski ist. Ja, er kommt hinterher. Vor dir ist ein Baum. Nee, stopp. Ich sehe jetzt gar nichts. Seid ihr nicht stehen geblieben? Ich brauche Informationen. Wir sind vorne. Ja, vorne, das weiß ich auch. Rollen oder nicht? Funke bitte, wenn du. Nein, folgendes, wir sind gerade stehen geblieben, wir sind auf der Kreuzung. Siehst du das Licht? Positiv, ich komme weiter vor. Pass auf, komm nicht zu weit vor. God of Two Angels. Es wurde was auf der Karte eingezeichnet. Nicht das betreten bringt mir nichts, ich muss wissen, wo ich bin. Das ist ja schon die ganze Zeit drauf mit dem Nicht-Betreten. Folgendes, guck mal bitte auf der Karte. Seht ihr am Side ein X? Neben dem Nicht-Betreten. Kannst du uns einfach nicht die Kartenkoordinaten geben? Nein! Jetzt stopp 3-4, zwischen 3 und 4 und 2 und 3. Das ist ein ja. X. Ja, sehe ich. Gut, ich hab's wieder weggemacht. Da sind wir. Wir sind jetzt vermutlich die Straße nach oben, nach Norden gefahren. Sind jetzt an der ersten Abbiegung. Wir fahren jetzt mal weiter. Da müsste gleich links zwei Straßen kommen, da müsste man an eine T-Kreuzung kommen. Check? Positiv, aber wir dürfen da nicht links fahren, weil das ist stark vermint. Ja, ich habe ein ganz anderes Fahrproblem da. Da wird nämlich wahrscheinlich die Umbrella Cove sein. Wir fahren jetzt weiter. LKW rollt. Vorne rechts Fahrzeug oder was das ist? Wir halten wieder. Die Straße ist hier zu Ende. Also sind wir dort, wo wir denken oder nicht? Aufsteigen? Nein, das sind wir nicht. Geht doch links weiter. Wir fahren jetzt weiter, hier geht die Straße nach links. Micha, wir bringen's nicht. Ich fahr weiter geradeaus, LKW rollt. Warte, ich kann. Nein! Vorbei, Sprit ist aus. Der Sprit ist aus. Fahr erstmal weiter, ja, wir sehen ihn noch nicht. Fahr weiter die Straße geradeaus. LKW rollt. Ich sehe euch. Bei euch denke ich vielleicht Zombies. Hör mal. Irgendwas habe ich hier gehört, was rumfliegt. Wo seid ihr ungefähr? Ich bin am Haus vorbei. Wir sind einfach geradeaus. Einfach die Straße. Da, wo das Licht ist. Achtung! Langsamer werden!
Zombies, Zombies. Da ist einer. Kleiner, knapp, Micha! Oh Mann! Auf den Kopf. LKW da. LKW hat den Motor ausgemacht. Wir haben noch Benzin. Ja, Micha ist angeschossen. Micha? Ja. Ach du Scheiße, eine ballistische. Ah, oh, ich liebe es. Ja, er ist mir gerade direkt von Schuss gerannt, als ich schießen wollte. Mein Fehler gewesen. 5 Meter Abstand. Wende Tourniquet an. Du hast das einzigste Tourniquet erstmal. Dass es permanent da bleibt. Wir haben. Morphin haben wir 1. Ja, Morphin müssen wir sparen. Borkowski an den SUV bitte. Was denn? Ich habe Fahrzeuge gesichtet. Aber vielleicht zerstörte nur. Wo? Ja, da ist auch noch ein Zombie. Alter, Wäsch. Mit dem Scheinwerfer ist es richtig kacke. Ja, da kommen Massen, da kommen Massen an Zombies. Wir gehen hinter uns auch, Wir gehen drauf. Ich habe kein Fahrzeug mehr, ich habe keinen Sprit mehr, nichts mehr. Wir gehen jetzt weiter, mir nach, Jungs. Jungs, los! Ja, bist dran. Wer steht da hinten noch? Hör auf, die Munition darin zu verschwenden. Herkommen! 1, 2, 3. Geradeaus oder links? Geradeaus, wir gehen geradeaus durch den Wald zu den Häusern. Wir müssen mal in der Nähe von der. Versucht präzise zu schießen, die Zombies sind langsam. Versucht mit den Köpfen zu schießen. Ich hoffe, ich höre jetzt nur eine Bitch, weil ich sie so höre. Ja, wir alle hören die. Das ist Niki, die hat keine Medizinsachen mehr. Sie muss ihren Freund abholen. Wenn man mal da hoch. Gut, wir sind hier. Wir sind irgendwo in dieser doppelten Straße. Die beiden Straßen, die nebeneinander laufen. Vermutlich irgendwo an der Substation. Hinter uns Zombies? Wo lang? Wir gehen einfach weiter in die Richtung Hochhäuser, in den Hochhäusern lang. Ich weiß nicht, ob in den Hochhäusern was ist. Wir erhöhen das Tempo mal ein bisschen. Brauchen wir wirklich den Scheinwerfer? Ich sehe auch so ohne Scheinwerfer. Okay, wir sind schon mal in der Stadt drin, das ist schon mal ein Vorteil. Folgendes, wir werden jetzt versuchen, jetzt irgendwie in die Stadt reinzukommen, in die Mitte. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie. Warte mal, bleib mal stehen. Hast du Schmerzen oder was? Geht wieder auf natürlich. Was auf? Hey, ich habe ein Tourniquet bei dir angewendet. Ach so, hast du es eingesammelt? Das war unser einziges Stück. Wie, wenn ich es abmache, habe ich doch noch eins. Ist doch noch da. Wenn du es abmachst, ist es wieder bei dir. Ja. Gut, weiter Jungs, weiter Jungs. Oh, meine Güte. Alter, nee. Borkowski, schrei mal mit deiner Lampe rechts in das Gebäude. Das rechte Gebäude. Links Halle. Das sieht aus wie eine Schule, Jungs. Das sind auch Zombies. Und hier Kontakt? Ab in die Schule, oder? Ja, besser als nichts. Ja. Haben wir ein bisschen Licht gemacht. Wir versuchen mal hier in die Schule reinzukommen. Ich gehe mal davon aus, dass es die Schule ist. Ich hoffe das.
die Treppe hoch. Alle Mann hip zusammenbleiben. Wir trennen uns nicht. Seid ihr beide draußen? Jawohl. Ja. Gut, wo ist Model? 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 Kann es sein, dass er fest ist? Kindergarten. Kindergarten Goldfi, schau dir den Zaun an. Da ist die Lücke und wir sind am Zaun entlang gegangen. Das ist diese kleine, ich sehe beim Kindergarten. Habt ihr das X gesehen Goldfi, für die Munition? Ja. Fragezeichen. Da soll ja Munition sein. Der hat das mal reingetan. Ja, dann gehen wir jetzt mal weiter hier lang. Ich habe keinen Plan, wo wir sind, das ist das Problem. Warum hat's geschlossen? Guck mal, hier können wir rein. Ja, alles in Ordnung. Leute, wir gehen in das Gebäude rein, seht ihr uns? Ja. Check, Mordel, letzter Jesus. Mann. Gut, ja. Mordel ist bitte auch jetzt immer letzter Mann, checkt alles. Mordel, das war meine persönlichen Kämpfe, weißt du, hier mit meinem Kampftiger. Meine Taschenlampe aus. Den Taschenlampe Batterien oder warum ist sie aus? Ja, ich weiß sie gerade nicht. Ich sehe zum Glück durch die Fenster. Wo seid ihr uns? Ah, nee, das ist so ein bisschen. Mordel ist gerade erster Stock hochgegangen. Gut, weiter, Jungs, hier lang, hier lang. Wir gehen hier runter. Was ist los? Wird da nicht sein. Boah, meine Fresse. Der hat innen so eine Innengarten oder so. Also warte, der die letzte sind den Rauchpfeifen vom Fußball. Ich bin nämlich eher der Vermutung. Ich bin. Uns nichts, Alter. Sind hier mal heraus ein bisschen. Gut, wir gehen hier wieder raus. Wir gehen, wieder zurück. Alec hat, Achtung, Parkowski, komm mal mit. Ja, ist scheiße. Boah, Alter. Ich häng auch gerade irgendwie im Boden drin. Ich will jetzt raus aus diesem scheiß Gebäude hier. Zur Treppe? Geht das? Ja, ich bin im Innenhof, wir treffen uns alle im Innenhof. Versuchen jetzt einen Ausgang aus diesem scheiß Ding hier zu finden. Vielleicht hier. Ja, hier ist ein Ausgang. Die Wände sind hier ziemlich porös und die Fußböden kaputt. Aber wir gehen mal hoch, wir müssen hier irgendwie einen Ausgang finden. Wir gehen alle hoch jetzt. Wenn irgendwer von euch einen Ausgang sieht, müsst ihr Bescheid geben. Weil wir müssen ja hier sein, wo wir vorhin waren. Andek ist Doppeltreppe rechts nach oben gegangen. Und geht jetzt dann hier weiter wieder über die Treppe raus. Hier ist doch, hier. Ja. Das Fenster und dann, oder? Nein, geht links runter. Wir gehen runter. Ach, runter geht's hier, okay. Ja, sind da außen. So, wir gehen wieder vorne auf der Straße, wir gehen weiter nach Südwesten in die Stadt rein. In Südwesten. Oh, hä?
Jalek? Die andere Seite ist. Jalek? Jalek? Ja? Blute. Okay. Chris blutet. Chris blutet. Dann müssen sich blutet. Doch die Hochhäuser irgendwo finden auf der Karte. Ja, sind die doch gerade durchgekommen. Durch kleine Quetschtoilette. Nee, auf der anderen Seite, oder? Wird wahrscheinlich nicht lange halten, aber... Oder wir gehen... Ja, pass nur da! Sag mir den Adam, ganzen Weg zurück! Ja, dann sag mir, wo wir lang gehen! Ne, wenn hier keiner rauskommt, dann können wir zumindest in Ruhe mal auf der Karte gucken. Kommt kein Zombie hier rein. Ja, fertig? Aber wir nee. Können wir gerne machen. Und die Frage ist, wo sind wir? Wir können über das Fenster einfach noch wieder rausgehen. Hier ist jemand da vor uns raus. Oder rein. Boah, Alter, das hat doch keinen Sinn, Mann. Das probier mal, wenn ich mit meinem Zeus wieder anhänge. Lebst du noch? Doch. Chris ist draußen. Okay, übers Fenster. Ah, nee. Durchs Fenster. Ich auch. Na gut, dann gehen wir jetzt alle hoch. Wir müssen irgendwie durchs Fenster klettern jetzt. Ja Gott, die Geräusche bringen mich um. Ich hab lang kein Bild mehr gehabt. Ich glaube, ich krieg bald wieder ein Bild. So, Mohan ist noch drin. Achso. Ah, ich hatte ein Bild gerade. Sind feuerfeste Zäune? Oder wie? Ja. Und alle sind draußen. Jo. Schüsse! Nein, Explosion! Gut, alle mal auf die Straßen! Ach, da kommt Zombie links! Hinter dir, Stone. Gut, wir bewegen uns jetzt mal ein bisschen Richtung Explosion. Los, Jungs! Alle mal an der Straße folgen! Die Explosion ist ja irgendwo links. Scheiß auf die Zombies gerade! Ah fuck, da können wir nicht drauf scheißen, die rennen uns hinterher wie die. Pack auf dir, du hast schon einen Zombie an deinem Hals gehabt. Versucht ihr euch nebenbei auszuschalten, wenn das machbar ist. Was ist die Frage, Mann? Ey, warum treffe ich die nicht? Durchrennen! Nicht so hoch. Licht aus, alle mal Licht aus! Stimme auf leise! Check! Wir haben ein Fahrzeug. Wir gehen weiter Richtung Nordwesten. Wir nach Jungs. Das war der Jeep. Jeep ist vorbeigefahren. Achtung, Zombies von Westen, linke Straßenseite. Wir gehen weiter. Zombies hinter euch, Parkowski. Kreuz, Parkowski hinter euch. Was steht ihr da? Weiter. Zweimal getroffen. Ah, ich bin auch komplett im Arsch. Chris schwer getroffen. Chris nicht mehr einsatzfähig. Brauche Medic. Wir haben wenig Bandagen. Micha hat einen Kopfschuss gekriegt von irgendjemandem. Parkowski hat Zeus kennengelernt. Parkowski ist nur noch am rechten Bein zu. Licht aus. Da sehe ich überhaupt nichts mehr mit meinen Schmerzen. Ist witzlos, ob hier Licht an ist oder nicht.
Ist Barkowski noch wach? Negativ. Okay, dann müssen wir von der Straße weg. Wir brauchen wieder ein Haus. Das Problem ist, wir haben alle keine Sicht mehr und ich werde bald wegnippeln, weil ich habe fast kein Blut mehr. Achtung, Zombie, rückkommen. Ich sehe nichts. Was für eine Politik haben wir mit Verletzten? Nehmen wir die mit oder nicht? Müssen wir, sonst haben wir mehr Probleme später. Ich habe nur noch elastische Verbände. Da kann ich auch eine Taschenlampe anmachen. Nein, ich möchte nicht an ihm, sondern an König gewinnen. Habt ihr noch Verbände oder so? Negativ, ich bin noch offen an der Wurst. Andere hat nur noch eine elastische, einen Tourniquet. Mordel ist noch ziemlich gut aufgestellt. 15 Quickglots und 5 Mullbinden. Dann hast du unser Medic-Zeug. Ich hab noch 4 elastische, mehr nicht. Ach, Mullbinden hab ich noch 7. Wer schießt? Feind, Straße, runter. Ich weiß nicht, wie du da siehst. Hast du irgendwie Nachtsicht oder was? Ich sehe hier nur schwarz. Okay, wir müssen von der Straße weggehen, was kommt da von Norden. Ich nehme Barkowski auf. Was bist du noch da? Jetzt bin ich gerade rausgefallen. Ich trage ihn. Kannst du das sagen? Ich brauche einen bei Barkowski, meine Beine sind angeschossen, da kann ich nicht aufheben. Adek, trag Barkowski. Richtung? Wir bewegen uns Richtung Süden, am Zaun entlang. Mach Zaun entlang, Ich weiß nicht, was du mit Himmelsrichtung hast. Ich hab keinen Kompass. Waddle, hast du Kompass? Check. Wir haben keinen. Wiederhole keinen. Wir gehen zurück zur Straße, wo wir hergekommen sind. Korrekt. Einfach dieselbe Route zurück. Wir versuchen wieder ins Haus reinzugehen. Egal ob kaputter Boden oder nicht. Ich hänge etwas hinterher, geht ihr schon mal vor. Jalek macht einen Funkcheck in 30 Sekunden. Falls ich nicht antworte, übernimmt Jalek. Das Problem, wir haben wenig Verbände. Wir werden wahrscheinlich dadurch drauf gehen. Wir müssen irgendwas schnell finden. Korrekt, aber wir haben ja momentan nur Munition. Ziel ist jetzt erstmal nur zum Gebäude zu kommen. Konzentriert euch hier auf die Umgebung, ansonsten nur vergesst erstmal Barkowskis Gesundheitszustand. Jalek, war das nicht gut rechts hier das Haus? Hier? Wir kommen jetzt gerade rein, wo wir rausgekommen sind vorhin. Verstanden, ich bin gerade um die Ecke am Block gegangen. Oh, halte mich auf der Straße. Wir sammeln uns nur im Innenhof. Hab so weit knicklich geworfen. Grünes Klickig gesehen. Okay. Barkowski, verdammt schlimm verletzt. Wir kriegen den wahrscheinlich nicht mehr hin. Zähl mal grob, wie viele Bandagen wir bräuchten für ihn. Wir brauchen erstens Blut, wir brauchen zweitens was zum Nähen. Sonst überlebt er das nicht und genügend Bandagen dafür. Ver-
Verstanden, Blut habe ich im Rucksack. Das hört sich gut an. Aber haben wir genug Bandagen, um ihn hochzukriegen? Da wurde Medizin am Shopping Center markiert. Bringt das alles nichts, wenn wir nicht wissen, wo wir sind. Bin jetzt 5 Meter vom Knicklicht entfernt. Geht mal kurz mit einem kurzen Scheinwerfer eure Position durch. Gesehen? Positiv gesehen. Im ersten Stock. Wir sind im Erdgeschoss. Zombie, Zombie! Schießt ihr? Positiv, ein Zombie. Wir sind im Erdgeschoss, gleich links rein. Ja, Besicht auf euch. Bin komplett auf der anderen Seite gegenüber von euch. Verstanden, oben rum und dann die Treppe runter. Hallo, hallo, vielleicht antwortet jemand auf der Frequenz 87. Hallo, check. Guten Tag. Mit wem spreche ich gerade? Underdogs. Okay, wir sind Ärzte und wir irren gerade quer über die Map. Oh, verstanden, wir befinden uns gerade in der Nähe des Kindergartens Gold Key. Okay, verstanden. Seid ihr zu einer Kooperation bereit? Oh, ich wäre verdammt zu einer Kooperation bereit. Vor allem, weil mein Bein zerschossen ist und wir einen Komplettausfall haben. Wir brauchen unbedingt zwei Medics, sonst sind wir auf. Ja, Legi, ich komme gerade nicht zu euch, weil der einzige Weg, durch den ich rauskomme, ist gerade abgeschnitten von der Horde Zombies. Okay, wartet mal. So, wie hieß der Kindergarten jetzt, wo ihr seid? Kindergarten Gold Key. Ich hab Pakowski seine Waffe. Chris kriegt jetzt nicht hin auf die kurze Winde. Ja, der braucht auch Blut, ohne Blut wacht er nicht mehr auf. Ja. Wir versuchen zu euch zu kommen. Model, alte Position, wo du mir Lichtsignale gegeben hast, dort raussteigen aufs Fenster und dann zu uns kommen. Check. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir setzen uns hier ins Haus rein, genießen das Leben, solange wir es noch genießen können. Weil wir haben absolut keinen Moment, so mehr absolut keinen Moment, dass wir jetzt kaum an die Aufmerksamkeit für uns. Das heißt, wir haben auch keine Möglichkeit, uns gegen irgendwie zu verteidigen. Wissen wir inzwischen wenigstens, wo wir sind? Ich brauche unbedingt Blut und Quicklot, sonst gehe ich noch drauf und Chris. Hat einer von euch Atrophien? Quatsch, hier, Ja, Micha. Ich brauch mal bitte ein Epi. Warte mal. Ja. Hier bei mir sehe ich immer noch alles fünffach. Was will Epi? Ja, das ist doch Morphin dann. Und nicht Epi. Ja, steht Dialekt.
Ja, haben wir eine Möglichkeit, den hochzuholen? Hat er schon angedeutet. Ich habe auch schon versucht, Chris hochzuholen, ganz vergessen mit Morphin oder irgendwas, ja. Kommt ihm ja auch. Ja. Ich hab nicht daran gedacht, mal so eine Waffe zu machen selber. Ja, er ist immer wieder aufgegangen, hat er gesagt. Ja, aber es ist ja absolut keine Chance, irgendwie noch zu überleben. Wir sind überall Zombie, wir haben absolut keine Munition mehr. Wir haben jetzt zwischen drei Leute, die liegen. Ich glaube nicht, dass wir das hier noch irgendwie schaffen werden. Ich weiß nicht, ob die uns noch rechtzeitig finden. Wir versuchen unser Bestes. Ich habe noch 4 Magazine. Ist es denn gesichert, dass wir an dem Kindergarten Goldkey sind? Das ist ja auch noch nicht mal so. Das sollte man denen vielleicht sagen, bevor die uns dazu. Es ist auch nicht sicher, dass wir uns direkt an diesem Kindergarten befinden, das wissen wir nicht. Wir vermuten es. Wo ist denn das U? Wir haben doch ein U-förmiges Gebäude. Pass auf, wir sind in die eine Richtung ist ein Neubaublock. Pass auf, wir sind eine doppelte Straße lang gegangen. Das heißt, das muss ja irgendwo hier unten beim Schlag vermint sein, an dem Stück hier. Weil wir haben eine Hauptstraße übertreten, eine Kreuzung. Das heißt, entweder hier oder hier. Ich zeig das einfach mal, ist mir scheißegal, ob das andere sehen. Sind wir definitiv rübergegangen, oder? Ja. So, und dann war ja irgendwie eine Straßensperre. Also gehe ich mal von aus, dass das eine von diesen beiden Punkten sein wird. Ich glaube eher, dass das der obere ist. Dann sind wir nämlich hier lang gelaufen. Und wir sind ja im Prinzip, wir sind hier Goldkey. Wir sind Goldkey. Ja, hab ich ja gesagt. Wir sind zu 100% Goldkey. Aber guck mal, wir haben hier 2 Hochhäuser. Und wir hatten hier Hochhäuser und wir wurden von hier beschossen. Ungefähr. Ja. Wir sind nämlich die Straße lang, sind dann nach Nordwesten hoch, also sprich in diese Richtung hoch. Wir sind ja so und so gelaufen. Und dann sind wir ja hier unter Beschuss geraten. Ja, und da ist auch der Zauneingang. Ja, da wo wir so uns reinquetschen. Sein. Du bist der Sammel, oder? Wo habt ihr gesagt, wo wir sind? Die haben gesagt, dass wir Goldkey sind, ne? Und ich hab dir das Blut gegeben, wenn du jetzt. Gut, pass mal auf. Folgendes. Alle mal zuhören. Arschback zusammenkneifen, Aufmerksamkeit. Ihr sollt euch irgendwo Munition befinden. Drückt mal den kompletten Komplex ab. Ihr seht überall, wo ihr reingehen könnt. Zu zweit. Sucht alles nach Munition ab. Ihr muss ja irgendwas sein, angeblich. Und ich würde ganz gerne mal wissen, wie ich meine. Ich hab wahrscheinlich Schmerzen. Ich brauch einmal Morphin, bitte. Und ja, aber wenn, ist das doch da drüben. Auf der. Da, ja, gut, oder okay. Was dann? Ich weiß es nicht. Ja, guck mal, wie das eingezeigt. Aber da ist ja die Karte total scheiße. Oh, diese Stimme, da macht mich wahnsinnig. Ja. Check mal das komplette Gebäude ab, ob hier irgendwo Munition ist. Ob hier irgendwas liegt. Das ist scheiße. Micha, kommst du mit nach oben? Ja. Ist gerade jemand den Hof die Treppe hochgelaufen? Nein, Micha, ein anderer, ja, seine andere. Wieder zurückkommen. Oh. Ach, hier wollt ihr rein, okay. Oh, scheiße, ich fliege irgendwie wieder. Mein Kopf ist wieder aufgegangen und wir haben keinen Verbandsmann. Alle jetzt im Haus oben. Erstes oben geschafft. Check, Model, letzter Mann auf der Treppe gerade. Ja, ich flieg wieder durch. Ich glaube, das müssten ja so Munitionskisten sein. Check, kommt her. Das Licht, was da brennt, schaut mal, wo das Licht brennt. Da ist eine Munitionskiste. Und als nächstes muss man dann zu dem Medi-Kreuz dann. Wo ist das, wenn das, wo das Licht scheint? Das sagt mir nicht viel. Ich bin im Gebäude, wo ich gelbe Licht 20.000 Farben sehe. Grün, weiß, rot, gelb, alles und kein Plan. Ich habe sogar den Weg dorthin gefunden.
Nimm's. Wie schaut's aus? Brauchen Sie Unterstützung? Meine Fresse, ein Helm. Folgendes. Ja, Unterstützung. Jeder hier was rausnimmt. Check mal bitte nach. Wir haben MP5s, check. Ja, Deck, eine ja. MP5 ist auf jeden Fall dabei. Na, ich hab ich auch eine. Gut, dann teilen wir jetzt mal bitte die MP5s auf, jetzt. Die Munition wird aufgeteilt, 5-5. Die Heckler und Koch, die wir haben, nimmt auch bitte seine ganzen die Munition hier raus. Wir haben nämlich nur eine Heckler und Koch, richtig? Ja, nehme ich schon. Gut, und wir haben nur eine MX, richtig? Model hat da eine Vector. Gut, dann versuch auch noch, die Vector-Munition müsste ja auch drin sein. Okay. Ja, sehr. Gut, dann nimmt jetzt jeder die Munition hier raus, die er mitnehmen kann. Wenn irgendwas überbleibt, teilt das auf, nimmt das mit, dass wir die Munition haben. Ja, da war ein Bild. Gut, dann lassen wir die MX nämlich hier drin liegen. Wer hat da gerade was gesagt? Was ist mit den letzten 9 Schuss, 9x30? Ich bin voll, kann ich nicht mitnehmen. Gut, dann nehme ich die jetzt noch mit. Auch nicht mehr, gut, ich kann sie nicht mehr mitnehmen. Jetzt muss ich wissen, hat einer von euch noch Platz? Ja, ich hab glaube ich noch ein Munition, bisschen Platz. Die Munition, die hier drin ist, jetzt alles mitnehmen. Und nimmt sich jemand den Helm? Habt ihr gerade geschossen? Negativ. Haben auch nichts gehört. Ich könnte... Folgendes, gucken Sie mal in den Himmel. Weiß nicht, ob das hilft. Sagen Sie mal, ob Sie das sehen. Ola? Einen Moment. Ob Sie jetzt was Helles am Himmel sehen? Ja, wir sehen was. Ja, genau darunter sind wir. Es ist definitiv Kindergarten Gulki. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich Richtung Shopping Center bewegen. Check. Geht Richtung Schule. Nördlich vom Shopping Center. Ja, verstanden. Wir werden uns in der Schule bewegen. Wir brauchen ein medizinisches Zeug, wir haben nichts mehr. Ich habe jedenfalls jetzt was zum Nähen. Ja? Was hast du? Was ist das Model? Meint ihr jetzt nördlich die Schule? Über ich glaube, ja. Weg? Ja. Nein, direkt hin unter Order of Two Angels. Ach, die kleine da. Ja, da müssen wir hin. Da haben wir ganz komische Geräusche gehört. Nützt ja. Nichts, da müssen wir hin. Auf geht's. Die gerade? Ja. Gut, dann haben wir euch direkt gehört. Da hab ich wenigstens endlich einen Helm. Ja, Vorsicht, hier sind viele Zombies. Oh. Ja, haben wir gehört. Wir müssen im Prinzip nach Nordosten. Jungs, wer von euch rennt da vorne sofort? Nicht sofort rennen, bitte. Das bringt immer nichts mit Nordosten. Ich hab keinen Kompass. Es geht darum, dass die Leute, die beiden die Kompass haben, ungefähr die Richtung angeben. Ich hab jetzt auch einen Kompass. Wir folgen den Schüssen. Wir hören sie schießen. Ja, wir haben gerade geschossen. Ja, wir folgen gerade den Schüssen. Alles klar. Falls Sie jetzt bewaffnete Männer sehen, erstmal nachfragen, bevor Sie schießen, okay? Okay, alles klar. Es fährt nochmal schief. Ein Schuss in die Luft. Hab da mal an einer Seite gelegt. Ich sehe einfach nichts mehr. Ich brauche Morphin. Ich brauche Morphin jetzt. Ja, hast du ein Tourniquet? Hat irgendwer Morphin? Ja, positiv. Ich hab Morphin. Ich brauche einfach nur ein Morphin. Aber nur eins bitte hier. Eins nur. Weil ich sehe nothing. Ist hier alles kümmerbar. Zombie direkt vor uns, da im Feld. Sind sie bei so einem hohen Gebäude, wo ein Straßenlampe hell leuchtet, weiß? Weil dort drin sehr viele Zombies sind. Sind sie dort? Ich bin mir nicht sicher. Wir sind auf dem Gebäude, aber er leuchtet hier nicht. Ah ja. Sind sie auf einem Hochhaus? So
hoch, würde ich das nicht. Ja, okay, sind Sie bei so einer Baustelle? Ja. Okay, ja. Wir wissen, wo Sie sind. Ich sehe alles in fünffach, ihr müsst volllaufen, ich sehe nichts. Zombies voraus, Zombies voraus. Ich kann auch nicht schießen, ich sehe alles fünffach, das nützt nichts. Ich sehe, dass ihr zweifach seid. Bin ich vielleicht infiziert? Auf der Straße, hier oben sind die Doktoren. Ja, okay, hier ran, hier lang. Jungs, Jungs! Jungs, wo wollt ihr denn? Hier lang, hier, hier, zurück! Achtung, Pakowski. Ins Haus rennen, ins Haus rennen. Geht einfach hier in die Baustelle rein, in die Baustelle rein, Jungs. Den ganz nach oben. Wenn ich den Eingang finden würde, ich seh nichts, Mann! Ganz nach oben, Jungs. Achtung, Achtung. Und danach zweimal die Treppe bewachen. Model hält die Südost-Treppe. Ich will nicht mehr, ich will nur noch nach Hause. Hallo. Der Bote angeht. Ich seh gar nichts mehr. Ich seh alle bei mir drei Leute auf einmal. Ich weiß nicht warum. Scheiße. Seid ihr ganz oben, Jungs? An Deck, bewacht, Südwestdeck. Ja, ganz hier ist besser. Wenn du die Leiter nach hoch kommst, Morgen. Alles klar. Ich weiß es nicht, ich sehe alles fünffach. Zombie! Achtung, nicht schießen. Hey Micha, ich bin hinter dir. Oh Mortal, du bist genau im richtigen Moment abgehauen. Ja. Nachfrage, Richtung Südwesten, die Medic-Kiste ist hier für uns. Ah, ich blute wieder, scheiße. Hast du noch was zum Verbinden, Mortal? Ich hab glaube ich Flugplatz, warte. Ja, wenigstens schon mal. Jungs, komm mal alle jetzt nach oben, wo seid ihr? Mortal und Micha also bereit sind. Andeck, Südwest, Treppe. Jalek, du kannst nähen, oder? Positiv. Okay, Micha braucht deine Aufmerksamkeit. Dieses Geräusch gefällt mir gar nicht. Warum macht das Auto? Ne? Ist echt schwer. Hi. Dalek, übernimmst du? Kann ja positiv. Mal gucken hier. Er muss noch. Das haben sie gehört, das sehen sie auch. Ich guck mir mal die Verletzung. Alle mal die Augen aufhalten, es kann sein, dass die Umbrella hier gleich vorbeischaut. Barkowski, kannst du mal kurz zu mir kommen? Ja, wo bist du? Richard, hier ist weit in Deckung. Wegen der Corporation. Warte, ich komm, ich guck mit zurück. Ja, ich. Mach die Ärzte, wisst ihr was in Richtung Nordosten ist, das rote Licht? Oder wie heißt die Ärztin überhaupt? Dr. House. Dr. House war die Ärztin? Oh, da habe ich in Déjà-vu gedacht. Dr. Nikki House. Ah. Dr. Nikki House. Oder Dr. Nikki House. Hey, wir wissen seit einer Stunde, wo wir sind. Jungs, wir wissen, wo wir sind! Es sind wir. Hä? Chris, wird ab. Bist du fit? Wenn du wieder verletzt bist, einfach schnell Bescheid sagen. Hatten wir noch Verletzungen? Der Blutdruck ist noch genäht in werden Ordnung. Beim nächsten Mal positiv, Mordel befindet sich bei der Treppe. Danke für Ihre Hilfe, Frau Dr. Haus. Bitteschön. Seid ihr schon mal nein, nein, sie sind die Ersten. Wir hatten kurz Kontakt mit einer anderen Truppe. Die haben sich als Ninjas ausgegeben. Hat da eigentlich irgendwer schon eine Banana gefunden? Habt ihr welche? So, ich hab nicht eine Banane gefunden. Ich weiß auch nicht, wo ich finden soll. Wir haben ganz. Ganz ehrlich, wir haben ganz ehrlich einmal ausgesessen und haben nichts gefunden. Das war hier wirklich diese.
Ja, ja, wir haben aber nichts gefunden. Wir haben uns der Kuhkasse verlaufen im Ding. Ja, wir haben zum Glück ein bisschen Munition gefunden, aber geht. Ja, ich weiß. Wo wir sind, Punkt. Da sind wir. So, also können wir von hier aus. Dann geht nach Südosten, Punkt. Da können wir gucken, ob ich endlich mal irgendwas von den Göttern bekomme. Ja, so. Hätte noch ausreichend Medizinmaterial dabei? Direkt was vor uns, jemand. Okay, also brauchen wir keinen Nachschub holen, okay. Achtung, Achtung, alle Mann leise, Licht ausmachen, Augen aufhalten, Umbrella war hier. Alle Mann die Stimme auf leise, jetzt. Richtung Osten wurde Umbrella gesichtet. Ja. Bitte die Aufgänge sichern. Lasst euch nicht zu sehr sehen. Vorsichtig, Jungs. Markowski, wie steht denn eigentlich das mit deiner, mit deinem Versprechen, dass du mir meinen Kompass wiedergibst? Ja, komm her und hol's dir. Wir müssen auf. Wir müssen nach orangenen Schichten. Ausschau halten. Da wird geschossen. Wer hat geschossen? Niemand Südwest. Niemand an der Südwestseite. Vorsicht, ich hab leider Kiste rein. Kontakt, Kontakt. Hier auf der Seite wurde getroffen. Ich weiß leider nicht, ob das zweimal zu mich hier Deckung geben. Aber auf dem Fußboden, der ist an der Häuserecke, an der Wohnblockecke, Richtung Aufgang. An der Ecke da drüben, da guckt immer mal vor, bleibt bloß unten, wird so schwer getroffen. Runter hinlegen. Vorne um die Ecke, da hat jemand geschossen. Feuchte Doktor. Da ist irgendwas verdammt Großes an der Nordwestwand. Was ist da? Sonst falle ich gleich um. Ich weiß nicht, wo die Nordwestwand ist. Ich habe leider kein Ding. Kein, Opa. Zombies kommen noch um. Du gibst noch geschossen. Ein Arzt ist ausgefallen. Donker Quincy. Ein Arzt ist ausgefallen. Ihr müsst da von der Ecke weg. Die schießen von unten von der Wohnhaus-Ecke nach oben. Sollten wir uns nicht auf mehrere Ebenen verteilen, um besser Achtung, ja, die Verteilung auf Ebene. Er hat einen Hit. Sofort. Ja, das passt noch. Du musst jetzt erstmal bleiben. Weg vom Eis. Bin durch? Ja. Ja. Bleib bitte alle oben. Ein Mann ist momentan nicht hier oben. Ja, ich hier gerade. Unten drin! Einer down! Ich brauch Hilfe hier! Sofort da unten! Große Treppe!
Achtung, unter uns. Ich sehe nicht viel durch meine Herzen. Wie viel Kopfschütze braucht der? Mordel, verdammt schwer getroffen. Michael. Michael, hältst du die Treppe? Ja. Ich hab den 5 Kopfschütze verpasst. Chris, jetzt erst eins bereit, ich komme mit die Treppe runter. Alec, guck mal, ob du looten kannst. Wir haben 2 Kontakte bekämpfen können. Pass auf, die schießen hochkalibrig, 7,62. Oh. Hier ging doch noch eine Leiter aufs Dach, wo ihr hochgekommen seid, aber der sichert doch. Und die haben gepanzerte Köpfe. Ich schau grob in die Richtung, aber ich sehe sie verschwommen, hab Blut im Auge. Sind noch nicht ausgeblutet und können auch nicht. Ah, mir geht's gar nicht gut. Markowski ist aber noch ausgefallen, oder? Man kann die looten, Leute, ich hab's. Okay, einer deckt, der andere stellt sich ein bisschen weiter runter, falls noch einer da ist. Ja, bitte decken. So, wir brauchen Verstärkung. Einer mit Rucksack muss looten. Alles klar, ich komm zu euch. Wir haben 2 Sekunden gehabt und dann kam der nächste. Also, looten. Wir wissen, dass die nicht so viele sind. 4 Stück sollten es insgesamt sein. Ich lebe noch. Aber denkt dran, die schicken Verstärkung. Ich krieg ja nicht mit, dass ich tot bin, Leute. Weg von meinem Gesicht. Ich geh hoch. Deckt noch einer unten? Ja. Ich weiß. Von dem wir das nennen. Typen blockieren meine Beine. Kannst du mich decken? Achtung, ich zieh mich ja noch mal in den Start. Ich hab hier einen Ausfall. Nimm Personal Cap. Positiv. Achtung, weg vom Tisch. Ich hab einen Sunny gefunden hier unten. Weil das war ja möglich. Ein Sunny? Ja, hier ganz viel Sandmaterial hier. Ganz Rucksack voll. Nimm so viel mit, wie es geht. Am besten einer runterkommt, der Sunny ist. Ich hab hier keinen Platz mehr. Ich hab was für Munition gerade mal genommen. Ich würde die Leichen nach oben ziehen. Ich muss gerade noch jemanden versorgen, aber wir brauchen dringend das Zeug. Kannst du nicht ziehen. Hat irgendwie die SIG-Munition mitgenommen hier?
Waffen können gut aufgerüstet werden. Die haben Kompasse dabei, soweit auch Tönig. Micha, hast du schon einen Kompass? Nein. Hallo, ist da jemand? Warte mal, ich versuche dir einen Kompass hinzulegen. So Jungs, fertig werden. Ja. Ich will mal gucken, was wir irgendwie mal was hier finden. Wir sind momentan noch auf einer Position. Ganz gerne jetzt durchkommen, dass wir wegkommen und mal gucken, dass wir vielleicht Richtung, keine Ahnung, was. Langsam runter, ist uns verletzt. Einfach nur gucken, ob wir vielleicht ja den Shopping Center auseinandernehmen und irgendwelche Bananas finden. Vielleicht kann sich Dr. Cox was anziehen. So, das heißt, wir müssen da gucken, Tito, dass einer der, einen Kompass hat, guck mal bitte auf der Karte von der Schule aus Richtung Richtung Shopping Center, wo die Medizin ist. Da will ich hin, los. Pakoski, hast du ein GPS? Negativ. Dann gebe ich dir das GPS. Ah doch, ich hab eins. Alles gut. Check. Gut, dann sammeln wir uns unten auf der Hauptstraße. Los. Wir können noch die Waffen aufrüsten. Gibt's noch ein GPS irgendwo? Leute, es kann nicht jeder alles haben. Model bei Turbo. Ich bin jetzt zum Shopping Center. Alle Mann jetzt nach unten sammeln, jetzt! Alle Mann nach unten zu dem Torburg Eidepp. Wichtig ist, dass jeder einen Kompass hat, hier ist noch einer. Ich habe eine Bling-Bling-Uhr. Los Jungs, los! Seid ihr jetzt drauf? Wir sind alle draußen! Mordel würde wieder letzten Mann machen, aber was ist jetzt mit den Sanitätern? Habt ihr den Hinweis gerade gesehen? Check, Stadion, Medizin und Munition. 1, 2. Nummer fürs Protokoll. Deckung Chris hat halten, in alle Richtung Deckung halten. Chris hat Medizin dabei, genug für alle. Alle Richtungen werden gedeckt jetzt erstmal, bis der dritte Sani da ist. Die Sanis kommen mit uns. Ich versuche mal jemanden zu erreichen. Habt ihr einen erreicht? Habt ihr einen von den Ninjas erreicht, die es da gibt noch geben soll? Nein. Gut, weil ich hab. Ich hab vorne mit Aufwärts 73 was gehabt. Ich weiß auf jeden Fall noch, was drauf ist. Also bei den 80. Kann jemand hören? Guck einfach mal, hast du mich. Ich seh da hinten im Licht. Okay. Hallo, ist hier jemand? Auf 74? Die Underdogs, wer sind die? Negativ. Wir haben uns aber auch schon mit der Umbrella geschlagen. Ich weiß nicht, wenn sie Lust und Zeit haben und kooperativ genug sind, sich mit uns zu verbünden, würde ich das auf eine positive Ebene sehen. Wie gesagt, wir sind bei den Ärzten und haben uns schon mit den Umbrellas geschlagen. Das wäre sehr schön. Ja, hallo. Hier ist der Boss der Underdogs. Wo sind Sie gerade? Okay, wir sind auch. Nein, wir wollen keinen Krieg mit Ihnen. Wollen uns nicht mit Ihnen schlagen. Wir sind da mit der Novella schon. Achtung, vor. Zombie, Nordwesten. Wie gesagt, wir haben die Ärzte bei uns, wir können uns gerne zusammentun, wenn sie das wollen. Negativ, wir haben keine Fahrzeuge. Dann, ich weiß nicht, wir haben zwar Fahrzeuge im Wissen, aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt so auf Ani wiederfinden werden. Ich habe eine Vermutung, wo sie stehen. Ich weiß nicht, wir können jetzt erstmal uns sicherlich verbinden und dass wir in Umbrella hier ein bisschen rausschlagen. Wie gesagt, die Ärzte sind auch bei uns.
5 Mann plus 3 Ärzte, alle bewaffnet. Wo befinden sich denn gerade? Okay, warte drauf, bewegen Sie sich mal Richtung Shopping Center. Wir treffen uns am Shopping Center, okay? Dann, wenn wir uns da sehen, sind Sie gedacht, wir sind friedliche, wollen eben nicht kämpfen mit Ihnen. Die Umbrella ist nur die einzige, die wir zerschießen haben. Wir sehen uns da. Ist der dritte Arzt inzwischen da? Ja. Gut, ich habe gerade Kontakt zu den Ninas aufgenommen. Wir treffen uns an der am Shopping Center. Sicher, dass es nicht mit Umbrella war? Die haben sich definitiv als Ninas gekennzeichnet. Müssen halt vorsichtig sein. Die sagten, sind 5 Mann. Die Ninas, die Umbrellas sind nur 4 gewesen. Ja, aber die können uns doch irgendwie irre führen. Das sehen wir dann. Müssen wir halt eben Augen aufhalten. Wir sind vor denen da. Wir können uns positionieren. Wir sind 8 Mann. Okay? Ja. Gut, dann auf. Ich gehe wieder. Ihr seid jetzt auch auf der 87? Wir sind alle auf der 87, bis auf mich gerade auf der 74 wegen den Ninjas. Mach das mal einfach meinem Sohn. Entschuldige, dass ich gerade die Waffe hebe. Falsch verstehen. Zu sich von 9. So. So, ich würde sagen, wir bewegen uns. Ja. Morde macht letzten Mann. An Deck, vor Deck. Okay, Fox. Aus. Ja, wie gesagt, kein Stress. Wenn Sie sanitärische Unterstützung nachher brauchen, wie gesagt, die Doktoren sind alle bei uns. Och Mann! Umbrella erkennen wir auf einen halben Kilometer entfernt und die müssen was? So ganzen Sachen tragen. Ja, da kam ein scheiß Bild schon wieder. Oh! Eine Halluzination die ganze Zeit. Einfach der Straße folgen. Wir sind irgendwo aufs Dach. Zombie, Nordost. Links begehbares Gebäude. Groß begehbares Gebäude. Jetzt kann ich auch wieder aufs Dach aufkommen. Irgendwas. Irgendwo erhöht. Letzter Mann im Haus. Ich sehe aber auch dieses Kopf, glaube ich. Oder? Ja, vielleicht. Falls jemand noch einen Schalldämpfer. Nee, der Kopf hat auch irgendwo so. Schalldämpfer. Ich hab nur einen, so. Hä? Ich hab nur einen. Also, falls jemand noch irgendeinen sieht. Echt? Ich seh's erst jetzt. Auf deinem Helm sind Blümchen drauf. Ja. Das war der Flowerhelm oder wie der hieß da. Wahrscheinlich aus den 70ern. Oben im Gebäude hat man gute Aussicht über den Platz draußen und auf dem Platz, mitten auf dem Platz steht eine Kiste. Chris, auf dem Platz steht eine Kiste. Auf dem Platz steht eine Kiste. Wir haben keinen Kompass, das ist dieser große Vorplatz. Passt auf die Treppen auf, die sind sehr durchlässig. Jetzt ist die Kiste weg.
bestätigt, ich habe Kiste gesehen, versuche sie zu schnappen. Kiste geschnappt, Achtung, komme ins Haus. Negativ, wir gehen jetzt alle ins Gebäude rein. Andeckung im Gebäude. Wir gehen alle ins Gebäude rein auf erhöhte Position und halten erstmal Ausschau nach den Ninjas. Ob es wirklich die Ninjas sind oder ob es wirklich nur irgendwelche Leute sind, die uns verarschen. Haltet auf alle Fälle Ausschau, wir müssen hier, glaube ich, das ist die Straße, die... wir müssen eine Straße finden, weil die müssten aus Richtung Musical-Schule kommen. Also von Nordwesten. Sollten wir so. Nicht alle auf einem kleinen Fleck bleiben, lieber? Wir sind, darum sind wir alle hier oben im Gebäude. Weiß nicht, wo du bist. Ordel macht noch letzten Mann, Micha kommt hoch. So, alle Mann hier oben. Only, oh, wieder eine Art. Alle Mann, macht bitte die Taschenlampen aus. Bevor uns durch die Treppe geflogen. Keine Taschenlampen an. Achtung, Farkowski, 5 Bananen in... Gut, gib mir mal bitte die Bananen. Ich nehme die einfach mal an mich, wenn das für alle okay ist. Dann nehme ich, sammle ich die Bananen erstmal. Ja, okay. Ja? Haben. Ich habe bis jetzt noch gar keinen Schalldämpfer. Und wenn ihr hier nicht, Medizin und Munition im Sportcenter. Also ich brauche einen Schalldämpfer. Okay. Sportzentrum. Wollen wir uns in die Richtung bewegen? Das ist das, ja, das ist das große Gebäude da. Ja, das ist das direkt hier. Das wollen wir uns dahin bewegen? Ja. Haut dann nochmal einen Arzt nach mir. Bewegung. Nord-Nord-Ost-Bewegung. Bewegung hinterm Sportcenter. Hinterm Sportcenter ist Bewegung. Kiste gesehen. Achtung, ich bin aus dem Funk raus. Ben, bewegt sich Ninjas, was? Ninjas, könnt ihr mich hören? Irgendwas hören? Wir haben Sicht auf sie. Sind sie am Sportzentrum? Okay. Gut, pass auf, es kommt ein Mann jetzt auf den Platz drauf. Alle Mann bleiben hier drin. Lass mich raus. Es kommt jetzt ein Mann auf den großen Platz raus. Das bin ich. Nicht direkt schießen. Bei Bananen. Die Bananen krieg ich dann. Weil ich momentan Probleme mit meinem Funkgerät habe und das Funkgerät auf den Funkgerät habe. Der ist doch dort schon drauf, guck mal. Naja. Oh, scheiße, ey. Ich hör noch Zombies. Wir kriegen Zombies rein. Gib mir mal Bescheid, dass wir gleich schießen müssten, wegen Zombies nur. Jungs, ihr habt Sicht auf mich, ne? Direkt klar und deutlich. Achtung, Zombie auf der, auf dem Platz. Ja, ich hab Sicht drauf, schieß nicht. Die ganze Zeit im Wald und verstecken sich da. Ich weiß nicht, was sie machen. Kriegt ihr das Zombie-Problem im Griff? Geht, aber ja, ich komme auch so mal weg. Wir kriegen Schüsse ab. Ja, alles gut. Ich habe gerade auf einen Zombie geschossen, der vor euch stand. Ja, die Zombies kommen immer weiter. Immer mehr. Steckst du hier am Boden? Wir müssen am Morgen. Okay. Wollen wir nicht in das Nebengebäude gehen und unsere Munition? Zombieblatt. Hier kommen Schüsse rein. Das bin ich. Okay, alles gut. Ich erschrecke ihn mal immer nicht für euch. Die Ninja ist ziemlich sicher. Ja, Ninja ist da vorne. Gut. Komm mal her, Jungs. Kommt her. Alles gut. Ninjas. Alle her.
Niki, wir bleiben hier. Wer schießt jetzt gerade? Chris schießt! Hat einen Zombie hinter sich! Er tötet ihn. Passt auf, ums Haus sind ab und zu mal Zombies. Die kommen und verschwinden irgendwie wieder bei dem Fußboden. Der Fußboden nach vorne ist ziemlich kaputt. Folgendes, wir sammeln uns erstmal hier im Sportzentrum, gucken, dass wir Munition und Dings. Ich glaube, jemand von denen wurde getroffen. Wir sammeln uns alle im Sportzentrum. Wir kriegen Beschuss rein. Alle Mann rein jetzt! Alle Mann ins Sportzentrum rein. Such dir die Medizin und die Munition, dann teilen wir uns das mit den Ninjas. Und dann sehen wir mal weiter, was hier der Plan ist. Beutel kann gerade nicht sagen, ob Trupp vollständig ist. Andek, check. Chris, check, Micha, check. Micha im Haus. Sind die Doktoren auch hier? Wir halten noch im Shopping Center. Irgendwo im ersten Stock muss der sein. Mhm. Ja. Zombie Südost. Mhm. Ist irgendwie so ein Sonderzombie. Ist da was Dickeres oder was? Der hat irgendwas. Man sagt jetzt, wie man überlegt. Weiß ich, Doktoren, wollt ihr dann noch erstmal herkommen? Die sind wirklich kritisch gesetzt. Ich hab dort Bewegungen bekannt. Na, passt, wir kommen. Daki, komm mal hier. Mhm. Ja, da lief einer raus. Okay. Das ist dann unser Sanitrop. Lauf! Niki in der Mitte! Nicht drauf schießen! Niki, alles gut bei dir? Nein, überhaupt! Und dann alle Mann rein jetzt! Das Gebäude kümmert euch um die Verletzten! Niki ist doch draußen, ich hol sie! Nein, alle drin, alle! Micha, komm mal bitte mit mir mit! Du auch bitte, Trail? Jo! Komm mal bitte mit mir, komm mal von Ihnen jetzt bis! Ich suche jetzt gerade mal eben die Munition, dass wir Medizin mein Sperrmaterial da haben. Ich hab hier einen großen Raum gefunden. Nimrod und Time, ihr holt mir die seine Kiste. Was wir auch mal haben. Was zur Hölle war das? Der andere Richtung Westen und Express. Ich glaube, der andere Trupp hat auch die seine Kiste holen wollen. Sieht wer Richtung Westen irgendwas, das da brennt? Mord und negativ. Chris ist gerade im Keller vom Gebäude. Ich versuche gerade rauszukommen. Gut, wollte ich sagen, versuch mal bitte rauszukommen. Wir sammeln uns wieder vorne am Haupteingang. Wir haben die Sun- und Moon-Kiste. Da treffen wir uns jetzt alle, dann wird sie aufmunitioniert und besprochen, wie es weiter vorgehen, okay? Mordelcheck. Alle Mann sammeln sich da vorne. Alle. Ich war, bin draußen gewesen, bin jetzt wieder da. Alles gut, wie gesagt, alle Mann. Benötige Position. Ich habe eine Information, die Gottheit braucht Bananas oder ihr bekommt ihren Zorn zu spüren. Kommt man hier wieder raus? Ist da jemand?
Du musst einmal komplett aus dem Gelände raus, damit du eben erdet bist. Hallo. Hi, mein Name. Wir haben die Kisten gefunden. So. Danke, Karkowski, du sollst deine Bananen zum Zeus bringen, das ist nicht perfekt. Von, oder mit dem Führer von Underground zum abgesprochen. So, folgendes: zwei Mann bitte jetzt zu mir, ich muss die Bananen wegbringen, sonst wird der Gott oben saufen. Moin, du müsst auch munitionieren, dann bin ich bereit. Habt ihr eine Banane? Drei Mann, drei. Ich glaube, man kauft Verkaufsgeld. Negativ, ich schrei gerade. Ich bin vom Gebäude. Ich hab Bananen. Ich brauche was Leute hier. Da war eine Drohne von Umbrella in der Luft. Die ist schon mal geschossen. Da wissen wir, dass wir hier sind. Dann schnell zur Gottheit. Achtung, hier kommt Zombies. Und folgendes, wir trennen uns nicht, Munition nur durch aus, dann die Munition, ganz schnell alles mitnehmen, alle Mann danach zur Gottheit. Ihr habt zwei Minuten. Jetzt! Zombies im Boden, Vorsicht! Was ist das los? Wie lange braucht ihr noch, der Junge? Zombie. Raus aus dem Gebäude, die Zombies sind drin. Jo, Rückzug. Nehmt euch noch so viel Munition mit, wie ihr könnt. Ihr müsst weg! Alle mal weg hier! Ja. Alle mal auf den Platz sammeln! Dass die Gottheit auch nicht mal eine Sekunde warten kann! Scheiß Bananen da hinten weg! Ja, los! Ja, Richtung angehen! Wir können nicht warten! Abmarsch! In welche Richtung? Wir müssen im Prinzip in das Gebäude! Wir müssen hinter das Gebäude! Da läuft gerade einer weg, einer in die falsche Richtung. Okay, weiter. Das müsste hier vorne gleich sein. Sind alle hinter mir? Model, letzter Mann. Okay, Docs auch dabei? Docs auch da? Wir sind auch. Achtung, du hast bestimmt ein Problem. Los, Jungs. Das war so klar, dass sie sich irgendeinen Markt hier aussuchen. Den Monster Truck nehmen wir mit, ne? Hallo, Gottheit? Gut, mein Trupp bitte einmal beim Monster Truck sammeln und in einer Reihe aufstellen. Hier in Unterhosen rum. Da, Bananas für euch, so ein Stück. Bananas. Guck, du hast keine Hose nicht gefunden. Ja. Wer von uns hat denn jetzt hier so einen Helm an? Was soll das denn? Das ist eine Kohlebeleidigung. Die Unterwäsche hier andrehen. Ja. Ich glaub, es geht los jetzt. Ach du Scheiße. Alles gut. Leider Gottes Willen von manchen Sinnen her nicht anders möglich, dass er leider Gott nicht. Niede! Du abschau, bevor du mit mir redest! Gar nicht leider. Hast du noch ein Magazin gepasst? Erdlieber! Jetzt nimm die Bananas, ich hab sie dir hergebracht! Ja. Bitte bitte. Ja, alle schon gerechnet. So meine Erdlinger, wie ist denn eure Frage? Ich hab hier auch eine 5. Das müssen wir wieder machen. Das war die Baustelle und die Baustelle hat sich da sehr gut zu geeignet. Also ich weiß nicht, wenn... Das Ding ist, die werden sich... Achtung, Scheinwerfer Nordwesten. Wenn es das erste Mal nicht geklappt hat, werden sie beim zweiten Mal anders davor gehen. Ja, dann ist das so, aber... die kommen auf kein Gebäude darauf.
Das sind alles hohe Gebäude, die abgeschlossen sind. Und zwar komplett abgeschlossen. Hast du gerade geschaut? Da Baustelle würde ich auch empfehlen. Gut, alles klar, dann ist das so. Also, machen wir das so? Gut, folgendes. Geht mal auf die 87, Funk, dass wir alle in einem Funk sind, okay? Ich würde sagen, dass wir uns über einen zweiten Kanal verfolgen, aber so viele Leute auf einem Kanal ist schlecht. Ja, oder so, ja. Was? Licht Richtung Nord-Nordwest, pass auf mal. Jetzt. Oh lol. Lol, Alter. Das Echo, du. Gut, Abmarsch, wir bewegen uns. Weg hier. Ja, mir ist das auch gruselig. Das kann nur die Umbrella Corp sein. Gut, wir folgen denen, nachdem sie losgegangen sind. Ja. Wir gliedern uns hinter den. Ja. Warte, warte. Sag deinem Jungs, ich soll kein Licht überwachen. Jo. Moin, letzter Mann. Okay, du machst Allgemeiner Sammelpunkt ist Schule, beziehungsweise daneben der Schule die Baustelle. Da treffen wir uns alle. Parkowski, kommst du ja, mal kurz? Ja. Komm mal kurz zu mir. Ich bin hinter dir. Ja, ja, wo, wo? Hier. Was ist los? Mach mal bitte dein. Mach dich mal kurz auf leise. Nochmal. Warte. Nachfrage, in welche Richtung müssen wir nochmal laufen? Kompass Richtung. Folgendes, Jungs. Kommt bei ihm alle bitte her. Alle von Anadox herkommen. Jetzt. Wir sammeln uns an der Baustelle jetzt. Alle herkommen. Los. Weiter Richtung ist sie fest. Gehen die Sani schon mal ganz nach oben? Wieder auf alte Position? Sani sind auf dem Dach. Bleib mal hier, Micha, bleib mal hier. Komm bitte alle her, komm bitte alle näher ran. Alle näher ran. Rankommen. So, ein bisschen in der Baustelle. Ich hab gehört, dass die Sunnies gerade irgendwas sagten von, vielleicht nehme ich die Umbrella wieder zurück. Halt die Augen auf die Umbrella. Ich bin auf Leise. Haltet die Augen auf Umbrella. Gehen wir in die Baustelle rein. Was du entscheidest? Welchen Stock? Halt, Vorsicht. Alle mal nach oben. Alle mal nach oben. Jetzt. Erster Stock und zweiter Stock werden also bzw. EG hochgeschossen und zweiter Stock werden bitte ausgelassen. Auf, Zombies kommen. Ganz oben und ganz oben und einer drunter noch. Erster. Bordel wieder selbe Treppe, Südwestecke. Check, bin hinter dir. Alle Mann jetzt Deckungsposition aufnehmen. Begebt euch in die Treppen, bewacht die Treppen, bewacht ganz oben. Thank you.
Ja, wahrscheinlich eine Etage tiefer. Oh, da ist jemand? Hilf hier unten. Da ist der Turm, wo Time letztes Mal gesehen wurde. Time is down. Seid ihr alle in der Baustelle? Morden, tschüss, check. Richard, check. Anneck. Gut, alle Mann, das obere Stockwerk und das da drunter wird gehalten. Alle anderen nicht. Treppen bewachen und Umgebung Ausschau halten, ob da irgendwas ist. Okay? Süd aus. Ja, check, da schießt was. Ich hab's auch gerade gesehen. Gleichgestellt. Das ist wieder gleiche Ecke wieder. Gleiche Ecke. Achtung, ich hau dann halt hin. Wie konnte ich zeigen? Ja, ich hab mit dir. Gut, danke. Passt wieder auf die Treppen auf, die sind vorne die Treppen hochgekommen. Jack, Janik und Model an die Treppen. Ich bin am Kopf dran. Ich mach mal die Beine. Ich weiß nicht, wenn sie da immer noch gewesen sind, definitiv ein paar HIs gefressen. Farkowski down. Brauchen Medic hier, dringend. Sind Sanitäter noch auf der Frequenz? Wir sind ganz oben auf dem Dach. Achtung, wir sind andere Seite jetzt. Nordwest? Farkowski, du bist am Kopf offen. Ja, ich weiß. Ich habe hier irgendwie in eine Wand reingeschossen. Ja. Also wie gesagt, pass auf, sie kommen hinter den Gebäuden die ganze Zeit raus. Elektrisch schon lernen, nicht zu hören auf dem obersten Stockwerk. Achtung, da wird wieder geschossen. Mal kurz einmal hier durch. So, der rechte. Status, leben noch alle? Richard, check. Model, check. Jemand von den Ärzten. Schüsse, Deckung. Achtung, die Schüsse kommen aus Westen.
Nordwest-West mindestens 100 Meter. Auf dem Haus im Westen. Schützen im Westen auf dem Dach. Chris getroffen, wiederholt Chris getroffen. Alle mal in Deckung, geht von dem oberen Stockwerk runter. Wir brauchen Schützen im Westen. Ja, dann kommt da raus, kommt da runter. Die sind hinten. Gib Deckung. So wie kommt. Chris braucht Medic. Alle, die verletzt sind, jetzt vom untersten Stockwerk runter. Nicht jammern, runter jetzt hier. Runter! Heim oder Olli bist du? Alle mal runter, auch die Sanis. Runter. Oben liegt aber noch ein Bewusstsein. Ja, ich weiß, da kümmere ich mich gleich drum. Erstmal runter hier. Jetzt geht da nicht hin, die schießen auf euch. Nein, fuck, das wollte ich gar nicht. Scheiße, nein. Oh, das war falsch. Nein, Alter. Du bist viel zu fett, Alter. Du bist viel zu fett. Du bist viel zu fett. Du bist viel zu fett. Der eine Medic mal bitte runterkommen hier. Der Herr. Ja, Alex startet. Wie gesagt, wir bleiben im dritten Stock jetzt, nicht im obersten. Alle Mann in den dritten Stock, in den dritten. Nicht hier ganz ist Beschuss. Dann müsst ihr euch jetzt, wie gesagt, der Beschuss kommt vom Dach. Kann mir bitte jemand helfen? Haltet den vorne Richtung Nordost. Zombie hinter dir. War der Schütze auf dem Dach? Vorsichtig, besser auf dem Dach. Ich verstehe nicht, wie die in abgeschlossene Gebäude auf sich herum. Die haben Helikopter oder irgendwas. Kommen vermehrt Zombies an der Westseite. Leute, Umbrellas oben, dritter Stock. Leute, hört ihr mich denn nicht, Mann? Positiv, Single. Jetzt komm einer hier runter, Mann, die sind hier. Achtung, Schütze immer noch auf einem Dach. Einer down. Zweiter down. Bekuro noch am Leben, aber soweit wurde gespottet. Model immer noch bei ummauerter Treppe. Bin verletzt. Ein Schütze, zwei Schützen noch am Leben. Anderen sind. Fuck! Andek im Erdgeschoss und von Zombie verfolgt. Kann nicht mehr gehen und hab keine Munition. Help!
der geht gerade drauf. Wir haben im Gebäude Zombies. Panic Check, soweit kann ich, komme ich hier nicht mehr weg, keine Munition, und so Zombies. Wer lebt denn überhaupt noch? Großteil von Ninjas ist ausgefallen und liegen überall verstreut. Ich hätte auch. Dann muss Mikro zu hinten. Sehr viele Verletzte von Ninjas. Statusabfrage von Sanitätern und Underdogs. Sanitäter, einer verloren, die anderen beiden oben auf dem Dach. Mit grün.